So, wir haben Donnerstagabend, den 30.06.2016, den letzten Tag im Juni und im Großen und Ganzen eigentlich ein geiler Tag. Wir haben heute Morgen haben wir unser Webinar gemacht, wir haben unsere Setups gemacht, wir haben unsere Setups gepostet und haben den ganzen Kram schön auseinandergepflückt, glaube ich, gestern und heute früh in den Webinaren, was wir so vorhaben, was wir alles machen wollen, was wir eventuell handeln wollen, was auf der Agenda steht. Und die Hauptrichtung war, dass wir uns im Bereich 9.750 ungefähr eine Short-Position im DAX suchen werden. Dass der Anlauf von der 9.750 heute oder morgen anstand, war klar. Ich hatte eigentlich früher damit gerechnet. Es war heute ein bisschen spät. Ups. Man merkt schon, dass der Hund dabei ist, oder? Ich habe eigentlich früher damit gerechnet. Und wir haben die Nummer aber auch schön gehandelt. Wir haben, muss ich auch mal ein Lob an Dirk schicken, sauber analysiert. Wir haben die letzten Tage sehr oft miteinander telefoniert, haben den ganzen Kram versucht, so sauber wie möglich zu analysieren. Und damit stand eben die 9.700 und 60 auf der Agenda. Oh, ich habe Dirk einen Ton geklaut, weil er, nee, hat er selber gemacht. Ich habe mir selber geklaut. Ja, genau. Weil er noch ein bisschen am Aufräumen war. Ich glaube, er musste erst noch seine Müsli-Schüssel irgendwie vom Ja, üblicherweise. Üblicherweise sieht man die ja nicht, ja. Ja, genau. Und wir haben hier unsere Short-Position sauber vorbereitet und die Long-Position auch geschlossen, eben gerade um, wo ist jetzt der Pfeil denn da? Um, sieht man die Uhrzeit da nicht? Doch. Ja, 18 Uhr etwa, ne? 18 Uhr 10. Ja. Genau, Uhrzeit war irgendwie 18:10 Uhr eben gerade. Ja genau, 18 Uhr, also hier im Trader bei GWE 19 Uhr. Wir haben die Position schön sauber aufgestockt bei 9,95 angefangen und bei 9,618 nachgelegt und als das dann feststand, haben die Position gerade mit 6.566,80 € geschlossen. Ich muss fairerweise sagen, ich hätte sie schon 20 Punkte früher geschlossen, wenn. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, super. Jetzt kann ich das ganze Spiel nochmal machen, weil ich eben gelabert habe ohne Ende und habe vergessen, den Ton zu übertragen. Also machen wir das ganze Spiel nochmal. Wir haben, um ganz kurz zu fassen, ich hätte nicht nur Dirk seinen Ton weggedrückt, auch mein. Sorry. Erstmal guten Abend nach Köln. Schön, dass Dirk sich wie heute wieder die Zeit nimmt, dass wir jetzt ein bisschen Stereo treten. Wir haben die Positionen, die wir long angedacht hatten, hatten wir auch durchgehandelt. Wir haben gesagt, bis 9.750 darf er laufen. Vielleicht sogar logischerweise bei so einer Rallye mit so einem Spike oben drüber. Und wir haben die Position eben gerade, schön, dass Dirk mich nochmal darauf hingewiesen hat, mit der Uhrzeit um Punkt 18 Uhr. 19 Uhr geschlossen. Ich muss mal ganz kurz meiner Frau eine Kamera geben, weil wir heute schön angeln waren und jetzt schwimmt hier gerade genau bei uns vor der Nase eine Robbe um die Ecke, hier auf dem Foto.
Dann höre ich gerade ganz schlecht draußen, ne? Okay, ich musste meiner Frau nur ganz kurz die Kamera rausgeben, weil hier genau bei uns am Strand in Omnis hier vorne paddelt jetzt gerade eine Affengeil, richtig schön spielen, eine schöne Robbe rum. Die wollten wir ganz gerne sehen. Okay, wir haben die Position um Punkt 18 Uhr, also hier bei GBE, logischerweise nach GMT ist es 19 Uhr, haben wir die Position geschlossen, die wir vorher heute angefangen haben mit 9.590, haben wir 20 Dachse reingehauen bei 9.618, vorhin haben wir 20 Dachse nachgelegt und haben die Position eben gerade mit 6.566 Euro geschlossen. So, und da wir das hier nebenbei gefangen haben, kann man mal sehen, wie entspannt es ist, wenn man... Ups, da fliegt einem irgendwo im laufenden Band der Metatrader weg. So, jetzt werden wir uns heute darum kümmern, dass wir die Basics nochmal aufrollen. Wir haben im Support einfach gemerkt, dass wir sehr viele Anfragen haben, was die Basics betrifft. Wie installiere ich den ganzen Spaß überhaupt? Wie kriege ich den Stereo-Trader überhaupt komplett installiert, so dass er auch funktioniert? Ihr sagt, wir haben Fehlermeldungen, wie gehen wir damit um? Und ich habe vorhin mit Dirk gerade beschlossen, dass wir uns heute den Basics nochmal widmen. Wie lade ich den Stereo-Trader runter? Wie lade ich den Metatrader runter? Und die wichtigsten Grundlagen, wie wende ich die an? Und für uns sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen, sich einstoppen zu lassen und eine Order mit einem laufenden Take-Profit mitzunehmen, mit dem Pullback-Take-Profit oder Take-Profit mit einer Pullback-Order, Limit-Order, weil das Ding ist eigentlich der Hammer. Das hat mir vorhin gerade eben in dem Gespräch mit Dirk eine ganze Menge gebracht, weil ansonsten hätte ich die Position 20 Punkte früher geschlossen. Und so bin ich statt bei, ich wollte die Position bei 45 drehen, so habe ich sie bei 65 gedreht, mit 20 Punkte mehr auf den Deckel gebracht. Also insgesamt mit 40 Dachsen, 20 Punkte sind 800 Euro, die es mir mal eben mehr eingespielt hat. Für alle, die handeln wollen, wir sind an einem Level angekommen, was wir seit Tagen kommunizieren, 9.750. Hier ist die Schlüsselmarke, wo man sagen muss, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder kackt das Ding jetzt wirklich richtig ab, es ist überreif, dann wird die erste Short-Bewegung, diese Riesen-Short-Bewegung jetzt nach ABCD wird jetzt wiederholt und dann landen wir wirklich unten bei der 8.3. Oder wir starten hier jetzt in diesem Bereich eine Sommerrallye, die uns dann volle Granate oben Minimum wieder an die 10.4, 10.5 bringt. Ich für meinen Teil, für meine Art zu analysieren, bin ziemlich fest davon überzeugt, dass das Ding nicht steigen wird, sondern dass wir erstmal da unten aufräumen. Die 9.150, die er mit dem Brexit unten gemacht hat, ist noch nicht alles gewesen. Da unten lauert viel zu viel. Und die 9.150 ist für mich eine ausschlaggebende Marke gewesen, nachdem man die 9.350 kaputt gemacht hat. Demnach spricht alles dafür, dass er erstmal weiter Süden marschiert. Wer sich dieses Szenario aneignen will und uns eventuell bei der Position folgen will, bei 9.57 jetzt in diesem Bereich, muss sein Stop allerdings bei 9.850, eher sogar 9.860 hinlegen. Vielleicht hat Dirk ja auch noch eine andere Idee. Aber ich würde jetzt in diesem Fall erstmal an Dirk rübergeben und würde ihn auch zum Moderator machen, wenn er soweit ist, wenn er seine Bikini-Mädchen alle weggedrückt hat. Dann ja, die ist ein bisschen schwer gerade. Ich gebe mir ein bisschen was aufzubauen. Was hast du gerade gemeint? Also hier wegen Stop im DAX, oder? Ja. Ja, also ich, ja, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ne? Ich hatte diese 9.780 hatte ich auf dem Schirm.
Und also ich glaube nicht, dass der jetzt einfach nochmal darüber rennt, weil halt zu beobachten ist, dass er sich halt in relativ festgelegten Grenzen eigentlich seit 3 Wochen bewegt. Und deswegen bin ich eben auch auf die 9780 gekommen. Und mal ausgehend von dem 15-Minuten-Timeframe verhält sich es eigentlich so, wenn er darüber 15 Minuten schließt und bestätigt, dann sollte er weiterlaufen, ansonsten eigentlich nicht. Also deswegen liegst du da, glaube ich, auch gar nicht so falsch mit deinen 9800 oder knapp drüber. Ja. Maße ich mir jetzt mal an, etwas so zu sagen, aber wie du ja auch weißt, ich kann nur DAX, ich kann keine Euro, aber DAX kann ich halt. Und deswegen unterschreibe ich das, was du jetzt gesagt hast. Oh, in der Nase bohren kannst du auch gut. Das kann ich auch gut, aber damit verdiene ich kein Geld. Ach so. Meistens. Satt wird man davon auch nicht. Pfui. Was mich in meiner These unterstützt, ist, dass wir vorhin diesen Spike nach oben hatten, wo der einmal hochgeschossen ist und jetzt unser typisches nachlaufendes Hochwasser jetzt gemacht hat, um das Hoch von vorhin nochmal kurz rauszunehmen. Das alles spricht jetzt wirklich dafür, dass er Richtung Süden marschiert und dann warte mal. Ich würde jetzt das Bild aber mal an Dirk übergeben, wenn das okay ist. Ja, klar. Dann mache ich Dirk jetzt mal zum Moderator und dann kümmern wir uns heute. Wir sind ja auch nicht zum Analysieren hier, sondern wir sind ja da, um Stereo-Trader zu lernen. Stereo zu lernen, ne? Prof. Chris, das sind übrigens keine Schollen. Wir wollten Schollen fangen. Wir sind nur auf Naturköder losgegangen und haben aber dann 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Dorsche, 2 Makrelen und einen richtig schönen Schellfisch gefangen. Das heißt, wir kommen auch so über die Tage jetzt. Also hungern müssen wir schon mal nicht. Okay, dann habt ihr Okay. Dirk jetzt auf dem Schirm und dann würde ich das Wort auch ganz gerne an Dirk übergeben, damit wir uns heute wirklich darum kümmern, wie starte ich das Ding, wie füge ich es ein, warum tauchen überhaupt Fehlermeldungen auf und was muss ich einschalten, warum kriege ich eine Fehlermeldung, dass Autotrading nicht aktiviert ist und und. Und das haben wir uns heute zur Aufgabe gemacht, so jetzt noch eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr, bis spätestens 7:30, weil heute Abend ist Fußball. Ja, dann erst auch mal von meiner Seite einen schönen guten Abend in die Runde aus Köln. Und wie der Thorsten gerade schon gesagt hat, also im Support kriegen wir doch in allererster Linie wirklich die Fragen, die dann doch noch die Basics betreffen. Allen voran eben auch die Frage, warum funktioniert das auf meinem Live-Account nicht? Und deswegen habe ich das hier gerade mal vorbereitet. Also nachdem der StereoTrader installiert ist und nachdem der erste Chart geöffnet ist und man das auf einem Live-Konto versucht zu handeln, erscheint genau diese Fehlermeldung. Die kann man erkennen, oder, Thorsten? Ja. Okay. So, und hier steht drin Lizenzfehler. Das heißt, jetzt wenn auch die Lizenz gekauft ist, die muss erst freigeschaltet werden. Und wenn diese Fehlermeldung kommt, also nicht böse sein oder erschrecken, das hat alles seine Richtigkeit damit. Diese Informationen, die hier drin stehen, in dieser Meldung, das sieht man auch hier unten, wenn man auf Experten geht. Oder auch nicht. Und da ist die wahrscheinlich jetzt ein bisschen runtergerutscht. Die müsste hier drin, jetzt sollte die auch noch irgendwo stehen, die Meldung. Und kann jetzt sein, dass ich ein bisschen weit runter scrollen muss, weil ich hatte vorhin zu viele Fenster auf. Jedenfalls findet man die hier unten drin auch nochmal, diese Informationen. Das heißt, die muss man nicht unbedingt abtippen, man muss ja nicht unbedingt einen Screenshot machen, sondern kann das dann mal copy und paste über das Fenster hier unten machen. Also weil diese Informationen dann bitte an die E-Mail-Adresse stereotrader@forexpro-systeme.de zusenden und dann wird danach mit dieser Meldung wird die Lizenz dann freigeschaltet. Ja. Weil die Frage kommt halt wirklich ganz oft und wie gesagt, das hat absolut seine Richtigkeit. Es ist nicht wirklich ein Fehler, sondern das muss eben nur freigeschaltet werden. So, das heißt, wenn ich jetzt hier klicke, dann passiert auch nichts. Das heißt, ich kann damit nichts anfangen. Und nur um das ganz kurz, ich demonstriere das nochmal, versuche das mal zumindest. Also wenn ich jetzt hier EuroUSD als Beispiel auch mache. Dann dauert das einen Moment, die Lizenz wird dann abgefragt. Das dauert beim ersten Mal immer ein bisschen länger. Und dann kommt irgendwann die Meldung.
Also hier steht auch Verifying License, ne? Hier unten sieht man es jetzt. Ja. Ja, genau. Und dann erscheint es eben hier, dann funktioniert es nicht. Okay. Du hast das Wort, Thorsten. Ja, okay. Also so viel zu der Live-Nummer. Das heißt, wenn ihr links im Navigator seht ihr dann, Dirk wird das ja bestimmt gleich mal zeigen, oder kann er mal runterspulen, wenn ihr diesen Expert Advisor, ihr findet den ja unter Experten, den Stereo Trader. Entschuldigung, ist leider nicht zu vermeiden. Ja. Ja, also normalerweise wird er ja per Standard geladen, das heißt, sobald man einen Chart öffnet, also wenn ich jetzt hier als Beispiel jetzt mal den DAX aufmache, Germany 30 bzw. GER-30, zieht es einfach hier rein und dann wird es ja sofort geladen. Okay, das sieht jetzt ein bisschen wüst aus und ich stelle das mal eben um. Und man kann das natürlich auch, so perfekt. Jo. Ja, alles gut. Ich mache hier nochmal ein bisschen was aus. So, das ist ja der normale Weg, ja, wie das geladen wird. Sobald ich den Chart aufmache, ist eben auch der Stereo Trader geladen. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall sein sollte oder wenn er entfernt ist, was man hier auch manuell machen kann. Und dann kann man hier unten über das Navigatorfenster einfach runterscrollen. Dann findet man hier den Stereo Trader FP oder in meinem Fall ist es jetzt hier nur, weil es für mich eine andere Umgebung ist, aber normalerweise steht dann hier der Stereo Trader FP, den zieht man dann hier drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier funktioniert. Ja, sieht so aus, als würde der auch funktionieren. Genau, und dann sieht es so aus. Also falls er nicht sofort geladen sein sollte, was aber normalerweise der Fall ist. So, ich mache das ja mal weg, gucken, ob ich die letzte Version drauf habe. Und genau zur Version ist es auch so, es gab zwischenzeitlich jetzt ein Update. Also wer schon mal den Stereo Trader runtergeladen hat, bitte einfach nochmal den alten Link benutzen. Der Thorsten kann den auch gerne rumschicken. Und dort ist dann auch die neueste Version hinterlegt. Einfach nochmal installieren und dann hat man auf jeden Fall die neueste Version. Und es sieht auch in Zukunft so aus, dass sobald der Stereo Trader geladen ist und es gibt eine neuere Version, und dann gibt es auch sofort eine Meldung, dass eine neuere Version verfügbar ist. Ja, also es ist nicht mehr wie vorher, dass wir da halt jetzt manuell informieren müssen, sondern das geht eben von selbst. No, also wir haben Punkt A, wir haben die Aufzeichnung läuft. Und ich habe jetzt gerade den Link hier nochmal eingefügt, wo man den Stereo Trader runterladen kann. Für alle diesen Link bitte benutzen, um immer, also der ist immer aktuell. Dort wird immer die aktuellste Version hinterlegt. Immer wieder. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine Aufforderung kriegt, dass ein Update verfügbar ist und ihr sollt das Update runterladen, weil die Version gerade nicht verfügbar ist, einfach diesen Link nehmen, neu runterladen und fertig. Ja, das Schwarze kommt nicht so gut. Stimmt. Siehst du, haben wir den Jürgen auch beruhigt. Also Prof. Chris, den Link bitte benutzen und dann runterladen, der funktioniert definitiv. Und wir zeichnen auf. Okay, soweit zu den Basics. Ist das jetzt für alle auch so verständlich, wie man das Ding installiert, wie man zum Live und wie man zum Demo aufruft? Bitte. Da kommen keine Fragen. Ich gehe mal davon aus, das dürfte dann auch beantwortet sein. Also wir hatten im letzten Webinar, beziehungsweise im ersten Webinar zum Stereo Trader, haben wir das ja eigentlich auch, so dachte ich zumindest, zu Genüge besprochen. Aber jetzt haben wir es hier dann einfach nochmal gemacht und ich denke dann auch für jeden verständlich. Also wir haben uns heute dann, oder ich habe heute beschlossen, dass wir uns heute um die Stop-Arten, beziehungsweise um die Limit-Arten zu kümmern.
Die wichtigsten Funktionen, die wir ja brauchen, ist einmal vernünftig in den Markt zu kommen, dass wir uns einstoppen lassen können. Und die zweite wichtigste Orderart, die ich hier finde und die mich eigentlich von dem Stereo-Trader komplett überzeugt hat, ist diese Limit-Pullback, die mir eben gerade, wie ich gerade gezeigt habe, bei der DAX-Position auch eine Menge Geld in die Taschen katapultiert hat, um das mal so gelinde zu sagen, weil ich hätte locker jetzt 800 € verschenkt, wenn ich die jetzt nicht benutzt hätte. Und auf diese beiden Orderarten wollen wir heute auch eingehen. Einmal, wie lassen wir uns über, unter einer Kerze oder unter einer Formation oder sowas einstoppen? Und wie benutzen wir die Pullback-Order, um so günstig wie möglich rein bzw. aus dem Markt zu kommen? Und wir haben das vorhin, haben wir das ganz kurz nur besprochen, gesagt, das werden die einzigen beiden Themen sein, die wir heute Abend machen, damit wir damit erstmal handlungsfähig sind und den Rest machen wir dann in 14 Tagen weiter. Bevor Dirk jetzt gleich Gas gibt, weil wenn er einmal anfängt zu reden, ist er ja auch schwer zu unterbrechen. Das ist so seine feminine Ader, die er mal raushängen lässt. Eine Bitte, wenn Fragen auftauchen, bitte, bitte, bitte schickt uns die Fragen per Mail an die stereotrader@forexpro-systeme.de, damit wir genau die hier auch in den Webinaren abarbeiten können. Jede Frage einzeln zu beantworten, ist immer ein bisschen blöd, dann saufen wir im Support nämlich ab. Schön ist es, wenn er uns so eine Frage einen Tag oder 2 Tage vor dem nächsten Webinar einfach zuschickt, dann haben wir auch eine Agenda, mit der wir dann in den Webinaren arbeiten. Dafür sage ich mal im Vorfeld schon mal danke für eure Hilfe und jetzt übergebe ich ganz gerne an Dirk, damit er jetzt die beiden Orderarten auseinanderpflücken kann, damit wir das Thema von heute auch abhaken können. Ja, wir hatten ja vorhin telefoniert. Ich hatte ja noch im Telefonat, bevor wir jetzt hier gestartet haben, gesagt, ja, vielleicht haben wir gleich auch das Glück, dass wir eine schöne Live-Demonstration machen können, eben von der Limit Pullback, weil ich halt erwartet hatte, dass der DAX wirklich nach oben schießt und alle Ziele überschreitet. Und aber leider ist es dann, oder was heißt leider, es ist dann tatsächlich schon während dem Telefonat passiert, und wie der Thorsten ja auch gerade erklärt hat, ist es dann eben tatsächlich so, dass man genau solche Geschichten mit der Limit Pullback Order wunderbar abfangen kann, weil die eben erst dann tatsächlich dann die Order auch in den Markt gibt, beziehungsweise aus der Limit Order eine Market Order macht, wenn ein gewisser Rücklauf da ist. Und das war halt vorhin überhaupt nicht der Fall. Das sieht man jetzt auch hier. Ich bin jetzt hier gerade im DAX im 1-Minuten-Chart. Das war vorhin der Anstieg. Ja. Das lässt hier schon erahnen, wie das gelaufen ist. Hat wirklich am Stück nach oben. Und wenn ich jetzt als Beispiel hier in dem Bereich der Short Order gehabt hätte, also jetzt als Beispiel bei 9.740, dann hier sieht man ja auch ganz nett, ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass es jetzt nicht mehr live geht, aber ich will es trotzdem mal kurz erklären, ist halt hier wirklich drüber gelaufen und einfach weitergelaufen. Und wenn man hier den Pullback jetzt eingibt, ja, also wenn das der Limit Order ist, hier ist es natürlich jetzt keine, weil sie unterhalb ist, wenn ich jetzt hier oberhalb eine Limit Order setze, habe ich ja hier die Möglichkeit, einen Pullback anzugeben. Und als Beispiel ein Pullback von 5 Punkten, was im volatilen Markt, wie es jetzt eben gerade vorhin war, also gerade wenn News da sind, ich glaube, das war auch gerade vor der News-Kerze, die hier gelaufen ist, und ist 5 Punkte nicht verkehrt. Standardmäßig ist es eingestellt, das kann man übrigens hier einstellen, normalerweise auf einen Punkt, kann aber sein, dass jetzt hier 0 steht. Und nochmals Pullback, nee, ein Punkt ist Standard eingestellt. Und nochmal zur Erklärung, führt eben dazu, ich kann versuchen, das jetzt hier live zu zeigen, ich weiß aber jetzt nicht, ob er wirklich nochmal da hoch geht, führt eben dazu, dass der jetzt hier ganz bequem darüber laufen kann über die Limit Order und die Order selbst erst dann gefüllt wird, wenn ein Rücklauf von 5 Punkten da ist. Ja? Das heißt also, selbst wenn jetzt von hier am Stück da hochlaufen würde, so wie es vorhin gemacht hat, hier einfach 40 Punkte drüber und keine 5 Punkte unterwegs zuckt und dann passiert mit der Order gar nichts. Und erst wenn es 5 Punkte wiederum in die Short-Richtung geht, also in die Richtung von der Order, und dann wird aus der Limit-Order mit einem Pullback wird dann eben eine Market-Order gemacht. Also ich kann das jetzt mal, ich versuche jetzt mal hier ein paar zu legen, und wie gesagt, das ist natürlich jetzt ein bisschen ruhig,
Daher wird das jetzt nicht allzu viel bringen, vermutlich. Wir können sowas trotzdem mal versuchen. Ich gucke hier mal Pullback von 1 an. Und hier auch, damit man überhaupt sieht, falls jetzt was passiert, wie das Ganze eben vonstatten geht. Kann natürlich jetzt ein bisschen müßig werden, hier zu warten, also um die Uhrzeit, kurz vor 7, obwohl wir haben gleich volle Stunde. Kann dann schon sein, dass halt ganz kurz wissen, was passiert. Ich setze die mal ein bisschen näher hier ran. Aber die Zeit ist auch gerne eine Kerze mal kleiner als der Spread. Was man hier übrigens ja auch ganz gut sieht, also wir haben hier eine separate Anzeige von dem Spread, also einmal hier oben, das ist gerade aktuell hier auf dem Demo-Konto, das ist jetzt mit 1,5 Punkten um die Uhrzeit und entsprechend sind die beiden Linien hier auch 1,5 Punkte auseinander. Also ich mache das ein bisschen größer. Also übrigens wäre, na jetzt könnte es tatsächlich ja passieren, wahrscheinlich wird es jetzt nur knapp verfehlt. Das Problem hat, den Metatrader im Chart zu verschieben, weil per Standard geht das ja so nicht. Der kann hier unten auf Chart klicken und dann hier auf Chart Scale, die steht normalerweise auf Autoscale. Ja, da kann ich das alles nicht machen, sondern dann skaliert der Metatrader den Chart selber. Und sobald ich den hier umstelle auf Custom, kann ich eben auch ganz üblich auf und runter und kann halt auch hier skalieren, so wie ich das brauche. Normalerweise ist das 10-mal umständlicher mit dem Metatrader und deswegen ist diese Funktion hier eingebaut, damit man es ein bisschen einfacher hat. Also so Kleinigkeiten halt, die ja, ein bisschen schwer nachvollziehbar sind, warum das im Metatrader auch nicht von Haus aus schon so geht. Aber das hier nur am Rande, beziehungsweise ich mache mal gerade weiter, solange hier jetzt noch die Order nicht gefüllt ist und die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Weil leider habe auch ich keine Glaskugel und weiß nicht, wann er hoch und runter geht. Wie hast du nicht? Habe ich nicht, könnte man meinen manchmal, aber habe ich tatsächlich nicht. Nein. Hier mal ganz kurz ein paar Sachen aus dem Fenster hier. Chart habe ich letztes auch schon angesprochen, mache ich aber jetzt nochmal ganz kurz. Also wir sind jetzt hier gerade im DAX unterwegs und ich kann hier generell für jedes Instrument, für jedes Symbol, kann ich diverse Indikationen per Knopfdruck aktivieren. Und hier steht jetzt aber zum Beispiel unten DAX 08 bis 22. Das heißt, das wird in dem Moment, wenn das jetzt hier ein GBI-Konto ist, wird es erkannt, beim BHS-Konto übrigens auch. Und dann steht hier, bei BHS ist dann, glaube ich, steht DAX 00 bis 00, weil es ja 24 Stunden DAX ist. Und was es damit auf sich hat, dafür müsste ich allerdings hier ein bisschen anders skalieren. Das mal, wahrscheinlich bleibt da genau jetzt die Order rein, wenn ich das jetzt hier in der Gegenkurve skaliere. Na ja, ist super. Wir sehen hier unten zum Beispiel Future Open und hier Future Close. Das sind zum Beispiel solche Indikationen, die dazugehören, sobald ich das hier einschalte. Ja, wenn ich das wegmache, sieht man auch, es sind auch die Linien weg. So, jetzt könnte aber hier oben was passieren. Das Thema gleich nochmal an. Das ist natürlich der Vorführeffekt jetzt. Ne? Das ist ganz klar, dass das jetzt nicht auf Anhieb funktioniert. Nee, aber das ist ja cool, das ersetzt ja die Filterfunktion, die wir sonst im Nano gerne benutzt haben, wo wir uns dann Filter eingefügt haben, um also zu sagen, okay, zeige mir bloß die Zeit von bis an. Hm, genau. Und das ist halt hier auch verschiedene Instrumente für Dow Jones eben genauso und auch für Forex. Also ich mache das jetzt hier nochmal. Also sieht hier unten Future Open, Stock Market Close, also Kassaschluss, Future Eröffnung, Future Schluss und ein bisschen weiter unten auch noch Kassaeröffnungsmarke. Ja. Dann hat man die nicht, natürlich immer direkt in einen Blick, ist jetzt hier nicht so spektakulär. Aber wenn man zum Beispiel, so jetzt sieht man es hier, ich unterbreche jetzt mal kurz, hier sieht man, ja, der läuft hier ganz bequem rüber. Passiert nichts. Ich wollte gerade sagen, mal ruhig. So, und jetzt, genau. Jetzt gab es einen Rücklauf von einem Punkt und dann hatte der erste Fill. Ist natürlich jetzt hier nicht so spektakulär mit so einer Kerze, das ist ganz klar, aber ist auch eben normalerweise gedacht für volatile Märkte. Ja, also wenn man wirklich ein markantes Hoch hat, wie das eben hier zum Beispiel, und dann kann man halt getrost einfach die Limit-Order wirklich hier
in einen sicheren Bereich packen, wo ich weiß, okay, das ist meinetwegen auch mal 5 Punkte drunter und habe aber eben das Risiko dann auch minimiert. Weil es passiert ja ganz oft, dass solche markanten Marken wie jetzt hier die 780, das war ein Gap von vor 3 Wochen, das war das erste Tief nach der Umkehr, wo alle gesagt haben, der DAX geht long. Und das war das erste Tief am Freitagnachmittag, das war im Prinzip die erste Vollendung von der Abwärtsbewegung. Und deswegen war das hier recht markant. Hier unten genauso, das war die 9700, wenn ich mal unten Marken an, dann sieht man das auch. Ja. Round Marks, die gibt es hier auch im Chart, zeigt mir einfach nur die 100er Marken. Ja, hier ist es, die 9700, wenn man die Maus drauf bewegt, sieht man das auch. Das ist grundsätzlich gilt das für alle Linien, sobald ich die Maus drauf bewege, kommt eine Beschreibung dazu. Das ist halt auch so eine Marke, ja, dann konnte man auch, eigentlich in 2 Anläufen konnte man das hier ganz schön machen, nämlich hier unterhalb, als Beispiel 5-6 Punkte unterhalb der Marke direkt eine Limit Pullback, habe ich halt auch nicht das Risiko, dass sie einfach drüber läuft. bin aber gleichzeitig eben auch auf der sicheren Seite, dass die Order auch abgeholt wird. Und so kann ich dann eben auch so eine Marke 2-3 Mal betonen, ja, was ja auch hier wunderbar funktioniert hat. Also man setzt die wirklich dann einfach 5-6 Punkte tiefer. Man weiß ja, an solchen Marken gibt es ja eine Reaktion. Und eine normale Limit Order ist aber gefährlich, weil sie halt ja immer auch den Nachteil haben kann, dass sie einfach überlaufen wird. So, dann bin ich da im Markt drin und muss dann zugucken, wie meine Position ins Minus läuft. Und das passiert mit einer Limit Pullback Order normalerweise einfach nicht, ja, weil er halt einfach nicht, weil sie nicht ausgelöst wird, wenn es am Stück jetzt drüber geht. Ist eine Angewohnheit vom, also ist gerade speziell vom DAX, die man halt sehr gut kennt. Also einmal halt an markanten Marken. Jetzt hier, das wird gerne mal überlaufen. Ja, das sind hier mal gut und gerne 20 Punkte. Und wenn man dann eine normale Limit-Order hier drin hat, dann guckt man da oben schon durch aus der Wäsche. Wenn man dann plötzlich 20 Punkte schon direkt im Minus ist oder im Zweifelsfall auch direkt ausgestoppt wird. Und das passiert eben mit der Limit-Pullback-Order nicht, sondern wird mit hochgezogen. Wie gesagt, schade, dass wir es hier nicht demonstrieren können. Bei der Mona geht es halt leider nicht. Aber das vom Prinzip her ist es eine Order, die getrailt wird. Ja. Also das heißt, mit dem Punkteabstand, der dann bei der Order angegeben ist, jetzt hier zum Beispiel bei der Long Order, das ist ja genau das gleiche im Grün, mit dem Punkteabstand wird die Order getradet, direkt dem Kurs hinterher. Und nichts anderes passiert da. Und das ist auch keine Limit Order, die jetzt beim Broker angezeigt wird, sondern existiert nur hier im Stereo Trader und wird umgewandelt in eine Market Order. Also sozusagen eine synthetische Limit Order. Wie aktivieren? Ja, unterbrechen, bevor ich hier gleich nicht mehr zum Luftholen komme. Und nachher wieder sagst du, ich hätte alles viel zu schnell gesagt. Nee, schon, also die Beschreibung ist schon richtig gut. Also ich will jetzt keinem zu nahe treten, das weiß Dirk auch, aber wenn man so in der, wenn man da so drinne steckt, dann und das am Tag 20 Mal macht, dann erklärt man sowas anders, als wenn man davor sitzt, dass es das erste Mal macht. Deswegen haben wir vorhin darüber gesprochen, dass wir Sachen einfach mal ein bisschen genauer und ein bisschen langsamer erklären. Weil man wird ja im Laufe der Zeit irgendwie in einer gewissen Form betriebsblind. Deswegen, das wollte ich vorhin irgendwo ein bisschen ändern. Ich glaube, ja. Hier könnten wir jetzt gleich so einen Effekt haben übrigens, weil ich denke, der läuft hier am Stück runter an den SMA12. So, genau, hier sieht man es jetzt schön. Ne? Die Order sitzt bei 9768. Gleich mal gucken, wo wir gefilmt werden. So, wir sind gefilmt worden bei 9765. So, das sind 3 geschenkte Punkte. Und kann jeder selber ausrechnen, bei 10 Euro pro Punkt als Beispiel mit einer Position, waren das einfach gerade 30 Euro mehr in der Kasse. Nur mal zum Beispiel. Ja. Und genauso ist es vorhin auch zustande gekommen, mit dem, was der Thorsten gesagt hat, dass man sieht es nicht, dass die getradet wird. Ja. Also die Order selbst bewegt sich nicht, aber eben das ist genau der Effekt. Und hier unten gibt es zum Beispiel, wenn man hier das Statistikfenster aufklappt, gibt es hier unten auch Slippage MIT steht hier unten bei Statistik 2. Und da sieht man jetzt zum Beispiel jetzt nur in der kurzen Zeit, wo wir jetzt hier handeln, waren es insgesamt 4,5 Punkte, die mir durch die Limit Pullback Order hier schon geschenkt wurden. Das ist jetzt halt die Gesamtsumme, wir rechnen das zusammen. Und da steht nicht selten, wenn man viel handelt, am Tag auch ein 50, 80. Ja, also das sind einfach geschenkte
perfekte Punkte. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Und das ist eine Funktion, das ist, also ich behaupte, wenn man die Funktion sinnvoll einsetzt, ja, dann sind das, was der Stereo-Trader kostet, ist eigentlich an einem Tag ist das erledigt. Also allein durch diese Funktion. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, bei mir waren es eben bei der Position, die ich gerade geschlossen habe mit den 6.500 Euro, waren das gerade 27,4 Punkte, die mir das Ding gebracht hat. Mit 40 Dachsen. Ja. Genau, das ist das, ja, da steckt genau dahinter. Ne? Das ist eine von den Funktionen, wo ich auch behaupte, ja, da kommt man auch nur drauf, wenn man selber handelt. Also ich, wie ich ja vorhin schon mal kurz gesagt habe, ich bin DAX-Händler, also ich kann auch nichts anderes, aber ich behaupte, dass ich Dinge ganz gut kann und auch ganz gut kenne. Und genau solche Effekte kennt man einfach. Ja? Da liegt halt irgendwo ein Widerstand in der Nähe oder ein Moving Average. Jetzt sind hier gerade die Order übrigens weggetradet. Da liegt Moving Average und da springt er einfach gerne dran. Das macht er einfach gerne. Und wenn dazwischen eine Limit Order liegt und ich muss die oder will in die Position rein, das heißt muss ja, da muss man in die Position rein, muss ja irgendwie Geld verdienen. Und dann habe ich halt immer das Problem, dass ich nie genau weiß, ja, macht er das jetzt oder macht er das nicht. Und man kann es eben so ganz wunderbar halt dann an der Stelle anpacken, das Thema, beziehungsweise das Problem einfach umgehen, ja, indem man die Order einfach in die Nähe setzt und dann kann er machen, was er will. Wenn er drüber springt, bin ich richtig drin und wenn nicht, bin ich halt auch drin. Ja. Und wir haben es ja auch gerade jetzt gesehen, wie gesagt, 4,5 Punkte geschenkt, jetzt hier irgendwie in 10 Minuten ja, mit zwei Simple Trades, die übrigens auch gerade beide gelaufen sind, positiv gelaufen sind. Und das ist diese Frage. Frage ist von Steffen, wenn du sie hast oder wenn du die einen nutzen willst, wie aktivierst du die, wie fügst du die ein? Also aktivieren muss man gar nichts, also weil grundsätzlich jede Limit Order ist auch eine Limit Pullback Order. Das heißt, also ich mache hier ganz normal, also jetzt hier in dem Fall, ja, als Buy-Limit unterhalb, ich setze ganz normal meine Limit Order und dann steht hier normalerweise, wenn das jetzt hier gerade nicht der Fall ist, weiß ich jetzt nicht, das ist halt bei der Entwicklungsversion, dann steht hier normalerweise direkt schon eine 1 mit drin. Das heißt, die ist sofort, ist jede Limit-Order ist eine Limit-Pullback-Order. Sofort, also ohne weiteres Zutun. Da muss man gar nichts für aktivieren. Und ich glaube, man kann es dann wirklich auch so sagen, das ist einfach ein Giveaway, was der Stereo-Trader einfach vom Haus aus mitbringt. Er verschenkt einfach jeden Tag Punkte und verzeiht eben dadurch Ungenauigkeiten. Sehr, sehr, sehr gut. Und also mir ist auch keine Software bekannt, die das sonst kann. Und das ist halt wirklich, das ist eine Funktion, die, ja, glaube ich, doch so ziemlich unschlagbar ist, weil sie halt einfach tatsächlich bares Geld bringt. Und das Schlimmste, was einem bei der Limit Order passieren kann, bei der Limit Pullback Order, ist, dass man einen Punkt zu schlecht gefüllt wird. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber der Durchschnitt ist eben halt, im Durchschnitt ist es eben was, ist genau andersrum, dass ja halt Marken gerne überlaufen werden. Also bestes Beispiel, Tagestief. Ja. Meine typische Trading-Regel im DAX ist ja halt am Tagestief long und am Tageshoch short. Würde ich jetzt zwar nicht unbedingt so unterschreiben, aber wenn man am Tagestief als Beispiel long gehen möchte, ganz typisches Verhalten für den DAX ist, das Tagestief kurz anzutesten und dann einfach mal 20 Punkte, 30 Punkte drunter zu knallen. Und da hat man natürlich mit einem normalen Limit-Order einfach wirklich ein Problem, dass dann da eben heißt, direkt mal minus 20 oder minus 30 Punkte. Und das passiert hier eben nicht. Von dem Wert, der jetzt hier angegeben ist, also jetzt hier mit 1, das ist auch die Voreinstellung, muss man das natürlich der Volatilität anpassen, das ist ganz klar. Jetzt hier so einen ruhigen Markt, da ist 1 okay. Bei News oder eben am Tagestief, da würde ich da schon 2, 3, 4 Punkte machen. Und aber nochmal, ist ganz klar, ist natürlich auch das Risiko, dass man diese 2, 3, 4 verschenkt, aber eben an markanten Marken wie Tiefs oder eben Hochs oder jetzt hier zum Beispiel Gaps, im Durchschnitt sieht es wirklich anders aus. Im Durchschnitt bleibt einfach mehr übrig. Und genau, das war die Frage, ne? Wie aktiviere ich die Order? Also man muss nichts aktivieren, die Order ist von vornherein immer aktiviert. Man gibt hier wirklich nur die Größe des Pullbacks an. Also das, was der Kurs in die Richtung von der Order laufen muss, bis die Order gefüllt wird. Okay. Thorsten, du hast wieder das Wort, wenn du möchtest.
Wie bitte? Du hast wieder das Wort, wenn du möchtest. Wenn du nicht möchtest, mache ich weiter. Naja, mach du mal ruhig weiter. Okay. Ich beantworte hier gerade Fragen im Chat hier. So, ich würde jetzt mal noch eine andere Funktion vorstellen. Die hatten wir das letzte Mal zwar auch schon, aber auch nochmal ganz kurz, wie lasse ich mich automatisch filmen? Ich hätte jetzt hier, gut, die läuft jetzt wahrscheinlich hier runter. Von daher macht es an der Stelle jetzt nicht so viel Sinn. Eine Funktion, also eine der Funktionen ist, ich packe hier unten drunter Restore Order und sage dem TrailReady die Order, zum Beispiel mit PLH, was größeres an, mit dem es gefüllt, zum Beispiel PLH 10, das heißt periodisches Low-High von den letzten 10 Kerzen. Dann packt er die hier drunter, weil das ist das tiefste Tief der letzten 10 Kerzen. Und hier ist dann ein Abstand angegeben via Trail Distance 5. Das heißt, er ist jetzt 5 Punkte unter dem Tief der letzten 10 Kerzen. Kann ich natürlich auch mit 1 hier angeben. Oder wenn ich jetzt hier gefüllt werden will, wenn er jetzt hier das Tief bricht als Beispiel, würde ich hier ein bisschen näher rangehen, beziehungsweise suchen wir hier jetzt als Beispiel eine PLH3. Das würde reichen, ja. Dann packt er die hier unten hin. Und wenn er jetzt höher zieht, wandert er auch mit. Ja, so deshalb, sobald dann hier, wenn es als Beispiel so ein Verlauf entsteht, so ein kleiner Trend, was er dann gerne macht und dann eben nach unten durchbricht, haben wir jetzt hier leider nicht, aber guck, vielleicht haben wir ein bisschen was gezeichnet. Na, das sind wir zum Beispiel. Jetzt mal behaupten würden, okay. Das ist jetzt hier mein kleiner Trend, den er hier macht. Ich bin jetzt hier auf 5 Minuten, auf 1 Minute, da geht es ein bisschen filigraner. So, dann würde er, wenn die jetzt hier höher laufen, die Kerzen, die Order immer weiter mit hochziehen und sobald er dann mit runterschlägt, und dann wird die Order eben als Sell-Stop-Order gefiltert. Also wie gesagt, das, was hier eingestellt ist, steht momentan auf PLH3. Das heißt, er richtet sich nach dem tiefsten Tief der letzten 3 Kerzen. Kann man natürlich auch auf eine Kerze stellen oder wie viele auch immer man möchte. Ganz wichtig noch, da gab es nämlich auch eine Anfrage im Support. Das bezieht sich genau wie beim Trading Stop immer auf den Timeframe, also auf die Zeiteinheit, die gerade eingestellt ist. Ja, also wenn ich jetzt hier auf eine Minute bin und aktiviere hier die Trail Order. Und dann kann ich auch zwischendurch wechseln. Also wenn ich jetzt hier als Beispiel nochmal P mal 2, sieht jetzt eh nichts, das ist hier drunter. Wenn ich jetzt aber auf M5 gehe oder M30, das ist völlig egal. Der orientiert sich immer nach dem Timeframe, wo ich das Ganze aktiviert habe. Weil hier ist ja PLH2 wäre jetzt in dem Fall eigentlich, wäre das hier drunter. Ja, das ist eine Kerze, zwei Kerze, die müsste hier unten liegen, tut sie aber nicht, weil es sich nach dem zuletzt ausgewählten, beziehungsweise dem Timeframe richtet, wo ich die Order eingestellt habe. Und weil da hat nämlich jemand gemeint, ja, meine Order ist gar nicht gefüllt worden, beziehungsweise mein Trading Stop ist irgendwie völlig falsch gelaufen, konnte man aber schön im Screenshot dann auch nachvollziehen, dass dem nicht so war, sondern dass halt, der hat wohl umgeschaltet von 1 Minute auf 5 Minuten und man konnte an der Uhrzeit, die eingeblendet war und der Position, wo der Trading Stop lag, dann eben ganz genau auch nachvollziehen, was da passiert ist. Da ist nämlich zwischendurch ein Timeframe umgeschaltet worden. Ja, also ich finde es halt ganz wichtig, weil man kann sich dann halt auch einfach frei bewegen und muss darauf keine Rücksicht nehmen. Und warum ich das jetzt hier mit dem Trading Stop zusammenbringe, liegt einfach daran, also ob ich jetzt eine Order trailer oder einen Stop trailer, das ist von der Logik, ist das alles das Gleiche. Und deswegen gilt auch die Logik jetzt hier, dass die Aktivierung bzw. die Anzahl der Kerzen sich eben auf jetzt hier 1 Minute bezieht, würde genauso gelten, wenn ich jetzt hier den Trading Stop aktiviere und dann hier auch zum Beispiel eine Methode auswähle, die sich auf die Anzahl der Kerzen bezieht, bedeutet das auch, dass das immer mit dieser 1 Minute, mit der Zeiteinheit 1 Minute verbunden ist. So, hier haben wir auch schön gesehen, ne? Er zieht die jetzt hier hoch. Und ausgehend davon, ja, dass jetzt hier so ein kleiner Mini-Trend hier bastelt und
die hier gleich dann halt einen Durchbruch nach unten kriegen. Und je weiter jetzt eben hochläuft, läuft die Order entsprechend immer mit. Und genau, also das ist die PLH-Order, also periodisches Low High, bezogen auf Orders. Ist ja, was man auch machen kann. Bitte? Ist ja genau das, was wir dringend brauchen, wo viele oder einige dran scheitern, wenn wir sagen, Mensch, pass auf, lass dich bitte immer einstoppen. Nicht Market rein, sondern immer einstoppen lassen. Wenn du dich jetzt Short einstoppen lassen willst für die Stop-Order unter den Kerzen, also in dem Fall jetzt, führe die Short-Stop-Order immer unter dem Tief der Kerzen hinterher. Also ja, muss ich die ganze Zeit davor sitzen und so, brauche ich ja gar nicht. Sondern hier füge ich die einmal ein, mach Period High Low, sag, okay, führe das Ding unter dem Tief der letzten Kerze hinterher. Und dann wird das vollautomatisch gemacht. Zumal wir ja ein zeitliches Problem kriegen, wenn wir das manuell machen wollen. Bis wir reagiert haben, dass die Kerze zu Ende ist, wie die Stop-Order angefasst haben, die dann hochgezogen haben unter das letzte Tief, bis sie dann dort auch realisiert wird, also dort auch platziert wird und ist oft die Marke oder ist die Marke schon geknackt, dann ist das Ding schon durchgelaufen und wir machen Nase, weil wir dann in dem Fall nicht mehr reinkommen. Deswegen das Ding einfügen nach dem Regelwerk. Wir haben ja nun mal das Regelwerk, da sagen, okay, wir lassen uns über dem letzten Hoch oder unter dem letzten Tief einstoppen, der letzten Kerze und dann packt man die Order dahin, Period High Low, eine 1 rein, immer unter der letzten Kerze nachführen lassen und fertig. Sorry, wenn ich dich unterbrochen habe. Nee, alles gut. Nee, das sieht man ja auch schön. Ne? Das wäre jetzt auch so ein Klassiker eigentlich vom Setup her. Ja? Also hat er hier einen kleinen Trend gebaut. Das ist hier gerade mal ein bisschen genauer gezeichnet. Typisch ist eben halt so ein kleiner Durchbruch. Das heißt, hier wären wir da schon gefilmt worden. Aber so ist eigentlich wesentlich eleganter. Also das ist jetzt typisch, ja, der läuft hier runter, geht nochmal an den Trend dran, versucht es nochmal. Und er kann jetzt klettern, so weit wie er will, das ist völlig egal. Also je höher er klettert, umso tiefer kann er nachher auch fallen. Vorausgesetzt, er krabbelt jetzt hier nicht nochmal rein. Und wie man hier sieht, die Order bewegt sich ja ganze Zeit. Hier unten haben wir angefangen, hier unten wurde die Order reingegeben. Und der klettert jetzt ja die ganze Zeit hier schön mit. Also wenn der hier reinspringt, dann ist es egal, dann ist er sowieso weg. Aber wenn er jetzt einfach die angefangene Bewegung hier fortsetzt, so sollte er jetzt eigentlich auch tun, und dann habe ich wirklich die Gewissheit, wie der Thorsten auch gerade gesagt hat, dass ich immer wirklich in ein paar Millisekunden Schnelligkeit bin ich dann eben auch im Markt drin. So, und jetzt sieht man hier auch, jetzt ist es ja auch gefüllt worden. Und wenn er jetzt weiter runterläuft, dann habe ich zumindest die Gewissheit, dass ich an dem nächsten Tief hier unterhalb, ich mache das mal hier ein bisschen größer, damit man es ein bisschen besser erkennen kann. Ein bisschen so, ne? Also hier haben wir jetzt einfach ein neues Tief. Auf eine Minute, sieht man auch ganz deutlich, hat immer vorher genau einen Punkt drunter gehangen und jetzt gab es hier ein neues Tief auf eine Minute und das hat entsprechend jetzt auch hier die Order gefüllt. Jetzt muss nur noch laufen. Der Jürgen hatte gerade eine super Idee, wie er gerade geschrieben hat, vielleicht sollten wir nochmal darauf hinweisen, dass sich das alles super im Backtesting üben lässt. Diese Backtesting-Funktion haben wir im Teil 2, glaube ich, genau erklärt, oder sogar schon im Teil 1, weiß ich jetzt gar nicht. Dass man das im Backtesting hat, Jürgen vollkommen recht, da kann man das super üben, kann sich das angucken, weil dann spart man uns Arbeit im Support. Und jetzt läuft das Ding, gucke. Okay. Mhm. Ja, das ist aber auch wirklich ein Klassiker jetzt hier gerade gewesen. Also, jo. Das sind genauso meine Setups, die ich als Beispiel handle. Und gerade bei solchen Anstiegen, also das sitzt nur mal am Rande, das ist typisch, ja. Also nach einer größeren Bewegung, dass er dann nochmal versucht, nach oben zu klettern, baut dann hier so einen kleinen Trend auf. Und den muss man eigentlich nur verfolgen und warten, bis dann also der erste Durchbruch reicht, immer bis zum nächsten Widerstand. Typisches Verhalten ist, er läuft hier oben mal zurück und setzt dann die ganze Geschichte fort. Und eine Beschleunigung tritt es wahrscheinlich auf, hier ab dem Punkt. Das heißt, wenn man möchte, kann man halt eben, so wie ich es hier gerade gemacht habe, da oben rein, mit eben dieser Order, die getrailt ist, und kann hier unten eigentlich normalerweise das Ganze auch verlängern. Machen wir das nur mal. So, die Position war ja auch schon plus, und jetzt nicht so arg viel, aber um die Uhrzeit mit dem Dow Jones im Hintergrund ein bisschen schwierig. Weil das Einzige, was der kann, ist steigen.
Und von daher ist es Short immer ein bisschen anstrengend. Okay. Was ich auch noch eben erwähnen wollte, eben mal kurz zeigen wollte, beziehungsweise hier ganz kurz noch was anderes. Auch noch mal, es war auch noch mal wiederholt, aber da uns die Fragen ja auch immer wiederholt gestellt werden, erlaube ich mir jetzt auch mal noch ein bisschen was zu wiederholen. Und hier unten im Navigator, dort gibt es einen Ordner, der da heißt, so ein bisschen viel auf, Stereo Trainer. Und das sind von der Definition oder aus Sicht von dem MetaTrader sind das Indikatoren. Und hier gibt es zum Beispiel einen Ordner, der heißt Tools, also Stereo Trader Tools und Trace is LTP. Ja, einfach draufziehen. Und das hat einfach nur den Effekt, dass er mir entsprechend anzeigt, wie der Stop-Loss oder Take-Profit, wie der sich bewegt hat. Und ich würde das jetzt hier mal auch kurz zeigen, wenn wir gerade schon hier so eine nette Position haben, die auch hoffentlich weiterläuft. Gewinne, Würde ich gewinne, jetzt hier gewinne. empfehlen. Ja, ich habe irgendwie Frosch im Hals, also Entschuldigung. Also wenn ich jetzt hier Trading Stop zum Beispiel nicht auf Straight, sondern eben auch auf, was weiß ich, PLH 1 mache und schiebe jetzt hier meinen Trigger, ja, also das ist ja der Punkt, wo der Trail beginnt, beziehungsweise wo auch Break-Even gesetzt wird. Wenn ich den jetzt hier hochziehe, oder beziehungsweise sobald der Punkt erreicht wird, würde er anfangen zu trailen und eben auch Break-Even stellen, wenn ich das möchte. Ist jetzt hier aktiviert. Ich lasse jetzt nochmal den Trail an. Der Trail steht jetzt hier auf 10 Punkten. Ja, man sieht auch, sich das entsprechend verändert. Sobald ich hier das Ding hier, die kleine gestrichelte Linie bewege, weil das steht nämlich eben für den Punkt, wo angefangen werden soll zu trailen. Und sobald jetzt hier der Ask-Kurs da drunter ist, springt der Trail auch an. Und ich kann genauso gut jetzt hier Break-Even aktivieren, das momentan aus, also wenn ich BE anklicke und dann wird erstmal die Position Break-Even gestellt, egal wo jetzt der Trail ansonsten landen würde, wird aber erstmal Break-Even abgesichert und sobald eben auch jetzt hier die Logik greift, die dann sagt, okay, du darfst den Stop jetzt auch in die Richtung bewegen und dann wird er entsprechend nachgezogen. Aber Break-Even-Save heißt erstmal, wenn der Trigger erreicht wird und dann wird die Nummer Break-Even gestellt. Das sollte jetzt auch eigentlich passieren. Ich habe hier auf dem anderen Bildschirm habe ich noch 5 Minuten Nummer an. So, ne? Sieht man auch. Jetzt ist eine PLH1 ist hier auch direkt angesprungen. Das heißt, er springt über das Hoch der letzten Kerze mit einem Abstand von einem Punkt. Und das wird wohl tatsächlich hier sein. Ja, ich habe ja ein bisschen groß skaliert, das kommt hier. So, und die Nummer läuft auch. Also wenn ich sage, ich kann ein bisschen DAX traden, dann konnte ich das hier wenigstens auch mal kurz unter Beweis stellen, dass ich das schon mal gemacht habe. Ja. Und bitte? Und hier sieht man jetzt auch zum Beispiel, ja, hier oben gibt es jetzt so eine nette Bahn. Das ist jetzt mein Stop-Loss. Ja, also dafür hatte ich vorhin dieses Trace als LTP. Deswegen hatte ich das da reingezogen. Das macht nichts anderes, als zu visualisieren, wie der Trading Stop oder auch der Take Profit gelaufen ist. Dass ich jetzt hier Take Profit bewege. Gibt es hier was Grünes, wenn man das haben möchte. Und ansonsten würde sich jetzt an der Stelle einfach nur der Stop-Loss jetzt hier weiter bewegen. Also, und auch nochmal ganz kurz, ja, wenn ich jetzt irgendwas ein- oder ausschalten möchte und ich sage, ich brauche kein Take Profit, einfach hier draufklicken. Ist der Take-Profit weg. Normalerweise ist jetzt hier gerade im gleichen Moment ist das resettet worden mit dem Stop-Loss. Ja, Mach wenn mal, jetzt gerade jemand zugehört hat. ich muss mir mal ganz kurz den Ton klauen. Ich bin eine Minute wieder da. Das heißt, man hört mich, hört man mich noch? Kann vielleicht mal, ist vielleicht jemand so nett, schreibt mal kurz in den Fragenbereich, ob man mich noch hört. Ah, okay, alles klar. Danke. Danke, 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 danke. Ja, warum das jetzt hier deaktiviert worden ist, das liegt jetzt einfach nur daran, weil ich genau in dieser Millisekunde,
wo er hier nochmal über den Trigger gesprungen ist, also über den Trailbeginn, genau in dieser Millisekunde habe ich hier auf den Knopf gedrückt und wenn ich hier irgendwas verändere, also Stop-Loss oder Take-Profit ein- oder ausschalte, dann wird das alles initialisiert und das war jetzt einfach nur Zufall, dass es überlaufen ist. Also wenn ich jetzt hier, wenn der im sicheren Bereich ist und ich deaktiviere zum Beispiel ja, den Take-Profit, sieht man auch, das hat mit dem Stop-Loss nichts zu tun. Ja, das war jetzt wirklich gerade echt nur Zufall. Also es ist nicht so, dass dann der Stop-Loss dann plötzlich aufgehoben wird. Der würde nur aufgehoben, wenn ich den wirklich auch explizit deaktiviere. Jetzt hier in dem Fall passiert nichts, weil er schon am Trailen ist. Wenn ich jetzt hier Trailen deaktiviere, dann springt er direkt hoch. Und zwar auf die Position, wo Break-Even ist, weil das ist ja die Funktion. Ich habe die Break-Even-Funktion aktiviert. Das kann man jetzt hier auch ganz gut zeigen. Also das ist der Trigger. Sobald er drüber gelaufen ist, ist es Break-Even an, wird die Position Break-Even abgesichert. Plus, ich glaube, hier sind voreingestellt 2 Punkte. Das heißt also so, dass zumindest der Spread oder Commission jetzt als Beispiel, wenn es im Vorwärts geht, dass die eben auch noch drin sind. Diesen Wert jetzt hier für Break-Even übrigens, ja, was der jetzt hier dazu addiert, kann man hier auch einstellen, oben auf das Logo klicken, bei Trading, und dort gibt es ein Feld, das heißt VE-Add, das heißt, der hat hier 2 Punkte dazu gemacht. Ja, das ist, diese 2 Punkte ist genau dieser Bereich, den er hier auf die Position draufgerechnet hat für den Break-Even. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 0 Punkte angebe, es kann jetzt allerdings sein, dass ich das, es initialisiert sich neu, wenn man dort jetzt 0 angibt, dann wird jetzt natürlich manuell übernommen, das muss hier oben hin, ich jetzt hier 0 Punkte angebe, dann sieht man auch, da steht er ganz genau auf dem Break-Even drauf. Ja. Das ist also wirklich nur, damit man eben den Spread oder die Commission raus hat. Ich stelle es jetzt hier nochmal zurück. Mal auf 2 Punkte. Ja. So. Und dann passt es auch wieder. So, und Trading würde ich jetzt hier nochmal aktivieren. Ja, nur dass man das nochmal sieht. Der Trade ist wirklich dann hier immer im Abstand von einem Punkt oberhalb dem letzten Hoch von der letzten Kerze hinterher. So, und du brauchst jetzt die Nummer. So ist mein Stop gelaufen. Natürlich ein bisschen zackig, weil ich sie hier die ganze Zeit ein- und ausgeschaltet habe. Aber wenn man einen schönen Lauf hat, dann das sieht man halt hier wirklich sehr schön, wie sich die ganze Sache bewegt. Der Thorsten ist wieder da. Die ganze Zeit, die war nur eine Minute weg. Sie hier Gewinne machen die ganze Zeit, ist unglaublich. Das ist jetzt hier leider durch die Statistik resettet worden, das ist noch wenig mehr. Okay, dann haben wir hier eine Frage, die greife ich kurz mal auf. Es ist irritierend, was stellt man Edit Order und was in Pool New Order ein? Edit Order bezieht sich einfach nur auf die Order. Ja, also wenn ich jetzt hier eine Order platziere, dann habe ich in Edit Order, dann habe ich hier meine Daten zu der Order, ja, die dann, die gerade ausgewählt ist. Also die kann ich jetzt als Beispiel löschen oder das ist gar nicht mehr drin. Oder eben hier verschiedene Funktionen einstellen, wie zum Beispiel, wie die Order jetzt getradet wird oder wie mit Pullback im Falle von Limit Orders. Und der Pool, der bezieht sich, was jetzt hier die Positionsgröße angeht, bezieht er sich auf eine neue Order. Ja, das heißt, wenn jetzt hier 0,01 zum Beispiel ausgewählt ist, ich gebe hier eine Limit Order rein, dann hat die eine Größe, das sieht man auch hier von 0,01, steht auch hier Order Size 0,01. Und ansonsten der Pool, also jetzt hier Stop Loss, Take Profit und so weiter, in dem Modus, den wir jetzt hier haben, wir sind ja die ganze Zeit immer nur im Future-Modus unterwegs, in diesem Modus ist es eben so, dass sich das immer nur auf die Summe aller Teilpositionen im Pool bezieht. Also nie auf eine einzelne Order oder eine einzelne Position, sondern immer auf alles, was im Pool drin ist. Das heißt, als Beispiel, wenn ich jetzt hier halt einen Pool, Short, ne? Ja. Gehen wir nochmal Short, vielleicht bewegt es hier nochmal, so, wenn ich hier noch eine mache, dann habe ich jetzt schon zweimal, habe ich schon 2 Positionen hier drin, 2 Teilpositionen und
entsprechend zieht sich das hier alles, ja, Stop-Loss, kann ich ja hier als Beispiel auch manuell eingeben, das sind so 15 Punkte, bezieht sich das auf den Break-Even, ja, also das ist ja mein Break-Even, jetzt steht natürlich genau hier der Kurs drüber, hier die gestrichene Linie, das ist mein Break-Even, als Mix aus den beiden Teilpositionen und darauf bezieht sich auch jetzt hier zum Beispiel der Stop-Loss mit 15 Punkten, das heißt, auf den Break-Even ist der gerechnet. Das heißt, eine Order hat dann wahrscheinlich 14 und die andere hat 16. Das ist völlig wurscht, weil es bezieht sich immer nur auf die Summe der Orders. Und hier auch nochmal für diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei gewesen sind, die Orders, die Einzelpositionen, ja, ich habe jetzt hier zwei drin, ich kann noch eine reintun, noch eine Short, nur um es jetzt eben mal zu zeigen. Da sieht man hier so kleine Quadrate, ja, das sind die Einzelpositionen, die drin sind in dem Pool. Und ich kann auch genauso gut hier auf so ein Quadrat draufklicken, dann sehe ich auch hier Sell Position mit einer Ordergröße von 4, hat aktuell ein PL von 4 Cent im Plus. Hier ist die nächste, die ist gerade mit 7 Euro minus. Hier ist nochmal die nächste, die ist mit 19 Euro im Minus. Und so habe ich halt einfach auf ganz einfache Art und Weise sehe ich immer noch, wo meine Einzelpositionen hier liegen, aber kontrolliere mit dem Panel hier, also mit dem Pool-Panel, kontrolliere ich trotzdem immer die Summe aller Orders, nie eine einzelne Order. Und das ist eben genauso, wie es ja auch in jeder Future-Plattform der Fall ist, dass man ja immer die Summe kontrolliert. Also beziehungsweise es ist völlig wurscht, wo ich gekauft habe, oben oder unten. Ich habe halt im Endeffekt habe ich eine gewisse Anzahl an Positionen, die werden zusammengefasst und die zeigen jeder eben auch entsprechend meine PL oder was auch immer. Jetzt schreibt ja jemand, bei mir steht New Order. Das liegt daran, also ich habe es vorhin ganz kurz mal erwähnt, wir sind hier im Future-Modus. Future-Modus bedeutet, ich bin entweder Long oder Short und alle Gegenpositionen werden miteinander verrechnet. Und die Plattform selber kann aber eigentlich alle Modi, die es gibt, und zwar auch den MetaTrader ist ja normal, dass ich mit Einzelpositionen unterwegs bin. Ja? Dass ich halt jetzt hier nicht eine Zusammenfassung habe. Ich trade nicht den Break-Even, sondern ich behandle letzten Endes alle Einzelpositionen. Das kann der SteroTrader auch. Und daran liegt es dann auch, dass da oben steht New Order. Nämlich wenn ich hier auf Trading gehe und wähle mich hier aus Single Hedge, das ist der ganz normale MetaTrader-Modus. War hier auch anders visualisiert und das sieht dann so aus, dann habe ich jetzt hier plötzlich drei Einzelpositionen und es gibt auch keinen Pool mehr, weil die nicht zusammengefasst sind. Ich sehe jetzt zwar noch eine Pool-Statistik, ja, das ist jetzt auch die Summe dessen, was da drin ist, aber ich habe jetzt hier keine zentrale Kontrolle mehr über Stop-Loss oder Take-Profit, entsprechend beziehe ich das hier oben nur auf neue Orders. Also wenn ich jetzt hier sage, okay, Stop-Loss, Take-Profit 10,20, wohlgemerkt in dem Modus, und ich packe jetzt hier eine Order hin, und dann geht die direkt in den Markt rein, wie man sieht, mit einem Stop-Loss und einem Take-Profit, der sich aber nur auf diese einzelne Order bezieht. Aber es ist halt Geschmackssache, also ich handle nicht gerne damit, aber wenn man das machen möchte, komplett mit einzelnen Orders arbeiten, kann man das. Ja? Also nochmal, der Modus dafür ist super, genau. Ja? So, wer das möchte, kann das gerne tun. Kann man hier oben entsprechend einstellen. So, ich schmeiße die mal eben noch hier raus. Das heißt auch, um das ganz kurz zu Ende zu führen, wenn ich jetzt hier auf Edit Order gehe, sieht das ein bisschen anders aus hier. Das ist alles ein bisschen überladen auch. Aber wenn ich jetzt hier eine Order auswähle, beziehungsweise eine Position, ja, genau wie vorhin, ich sehe hier meine PL, ich sehe auch hier meine Werte für Stop-Loss, Take-Profit und kann jetzt auch in jeder Position hier einzelne Take-Profits und Stop-Loss setzen. Ja. Und noch eine kleine Besonderheit, sobald ich hier draufklicke, ja, oder nur die Maus drauf halte, sieht man auch, welche Teilposition gemeint ist. Ja. Man sieht ja, das wird gehighlightet. Ne. Ich klicke hier drauf und lasse los. Man sieht genau, das ist die hier. So, wenn ich jetzt hier ein bisschen Chaos machen möchte und irgendwie kriegt einen einzelnen Stop-Loss. Im Normalfall beim MetaTrader würde man da ja nicht mehr durchblicken.
Wenn man dann suchen muss, so welcher ist jetzt der Stop-Loss zu welcher Position, ist hier eigentlich ganz einfach, klick drauf und dann sehe ich genau, das ist die Position, das ist die Position, das ist die Position. Ja. Also wer das machen möchte mit Einzelpositionen, der kann das gerne tun. Und die sind auch alle einzeln trailbar. Ja. Das ist, funktioniert eben auch über Edit Order hier. Das heißt, jeder Einzelne hat einen eigenen Trail. Das heißt, ich kann mehrere Positionen in den Markt geben und kann jeder Einzelne einen eigenen Trail verpassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die hier zum Beispiel, ja, einfach mit draufklicken ist hier ausgewählt. Dem sage ich, Trailing Stop ist Trail. Du darfst anfangen nach ja, meinetwegen 2 Punkten mit einem Abstand von 1 Punkt. Sobald ich jetzt den Trail aktiviere, sieht man, ist jetzt hier runtergesprungen und fängt jetzt nur diese Einzelposition ist schon aus, fängt er an zu trailen. Also ich finde es. Und alle anderen bleiben so liegen. Das ist Geschmackssache. Bitte? Und alle anderen bleiben genauso liegen. Genau. Das ist nämlich, hat jetzt nur diese einzelne Order betroffen. Ja, das ist der Modus Single Hedge, das heißt einzelne Orders und ich kann gleichzeitig Long und Short auch unterwegs sein. Das ist also ich versuche versuch das jetzt mal kurz an einem praktischen Beispiel zu erklären, dass wir gestern zum Beispiel gesagt haben, wir gehen, also das galt ja für gestern bei 9,6 Short, starten da den ersten Versuch. Und jetzt sagt man, okay, bei 9,55, so wie wir es heute Morgen gemacht haben, stocken wir auf. Dann kann man sich überlegen und sagen, okay, der große Plan ist im Bereich 9,6 bis 9,650 eben zu shorten. Stop gehört in dem Fall über die 9,8 für die große Position. Also für, das ist ja die Hauptstrategie, ich sage mal die 1A-Nummer, die wir durchziehen wollen. Und dann sagt man, okay, wir stocken jetzt bei 9,55 auf. Die will ich natürlich nicht hochlaufen bis über hochlaufen lassen bis über die 9,8, sondern kann man sagen, okay, ich stocke jetzt hier unten auf, aber für diese aufgestockte Position will ich maximal 10 Punkte zulassen. Wenn er wieder zurückläuft, war das Aufstocken eben zu früh, war noch nicht okay, dann muss die eben gleich wieder raus. Und genau für, dafür ist diese Nummer hier eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man fit ist und noch schnell genug reagieren kann. Ja, es ist halt einfach nur, man hat einfach mehr Linien im Chart für die ganzen einzelnen Orders. Aber wie gesagt, das ist absolute Geschmackssache. Also dem einen liegt es, mit einzelnen Orders zu arbeiten und anderen wiederum nicht. Also mir liegt es nicht so, weil ich sage, das ist ungebissig. Die Funktion generell gibt es halt. Es gibt auch noch, wenn wir schon gerade dabei sind, es gibt noch Single Net. Single Net würde bedeuten, man kann nicht hedgen, sobald jetzt zum Beispiel dieselbe Positionen drin sind. Und es kommt eine Buy-Position dazu, dann werden die Sell-Positionen entsprechend miteinander verrechnet. Also die werden halt reduziert mit anderen Worten, das passieren Teilverkäufe. Und aber ganz grundsätzlich am Rande, man kann das hier zwar umschalten, ja, während jetzt hier Positionen aktiv sind, ist aber grundsätzlich keine gute Idee, weil jetzt zum Beispiel in so einem Fall, wo der Stop-Loss verteilt ist oder Take-Profit, er versucht, der Stereo Trader irgendwie was Vernünftiges draus zu machen, aber das gelingt nicht unbedingt immer. Deswegen nicht unbedingt den Modus umstellen, wenn Positionen auf sind, sondern lieber umstellen, wenn keine Positionen auf sind. Ich mache es trotzdem mal, sonst gucken wir, was jetzt was machen würde. Wenn ich jetzt hier auf Stereo Future wieder gehe, gucken. Ja, wir haben mal kurzerhand jetzt glatt gestellt. Das ist genau das, was ich meine, dass ich versucht habe, was Intelligentes draus zu machen, aber es gelingt leider alles nicht. Ah, der Dirk, ist eine Granate, echt. Ich sage, der Dirk ist eine Granate. Wenn wir dafür machen eine Stunde Webinar. Wenn wir jetzt schon einmal dabei sind, fassen wir das mal ganz schnell, nur ganz kurz. Und wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, nur mal ganz kurz am Rande. Und schon ist eine Stunde weg. Haben wir schön getrailt, wir haben unsere Themen durch. Ja. Wir haben gezeigt, wie die Pullback hat einen schönen Vorführeffekt mit 4,5 geschenkten Punkten. Wir haben die nachlaufende Order gemacht, DMA haben es einstopfen lassen, auch wieder gemacht. Noch alles richtig gemacht. Alles, und noch ein bisschen was erklärt. Alles super. Ich fand es nur einfach witzig, dass ich jetzt gerade so von einem Punkt, jetzt, wo wir einmal dabei sind, nur mal ganz kurz hier und jetzt nur mal ganz kurz am Rande, ja, mal außerhalb der Wertung hier, machen wir nur mal, ne? Also, ich will damit sagen. Hier stand eine Frage, bei mir steht New Order. Ich wollte mal kurz erklären, woher das kommt. Aber ich glaube, das haben wir jetzt auch zu genügend getan, woher das kommt. Okay, das ist recht.
Ja, alles gut, mein Lieber, alles gut. Ich fand's jetzt einfach nur witzig. Aber was ich damit sagen will, wir sind am Ende angekommen und die 12 Minuten, die wir heute überzogen haben, die werden wir das nächste Mal abziehen. So, die fangen wir einfach später an. Da könnt ihr warten, könnt ihr nämlich so lange in der Nase popeln oder was weiß ich. Nein, Quatsch. Wir sind am Ende angekommen. Es gibt um 21 Uhr ist Fußball, Mensch, Polen gegen Portugal. Ich will auch sehen, wie die Portugiesen gewinnen. Wir werden uns Fußball angucken und ich muss vorher noch einen Haufen Fische filetieren, wie ihr gesehen habt. Also, wir sind am Ende angekommen. Wir haben geplant, eventuell nächste Woche Donnerstag ein Webinar zu machen, weil ich habe die für alle Donnerstage geplant jetzt. Nochmal die Bitte an euch, dass ihr uns ein bisschen dabei unterstützt, uns vielleicht ein paar Fragen oder Themen, die euch interessieren, an der Plattform einfach zusendet. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, guckt bitte den Tag vorher aktuell in den Account, ob das Webinar stattfindet. Wir befinden uns mitten in der Fußball-EM und ich weiß gar nicht, was nächste Woche Donnerstag an Spielen irgendwie angesagt ist. Wäre blöd, wenn nächste Woche Donnerstag Finale ist und wir machen hier Plattform-Webinar. Das war nämlich nichts. Also ich weiß gar nicht, wer wann wie irgendwie spielt. Tut mir leid, habe ich mich vorher nicht drum gekümmert heute. Werden wir aber tun. Wenn wir nächste Woche kein Webinar machen, machen wir auf jeden Fall eins in 14 Tagen. Dann setzen wir eben einfach mal eine Woche aus, was ja auch nicht so schlimm ist. Kommt ja mal ohne unser Gesabbel aus. Soll gehen, habe ich gehört. Und in diesem Sinn würde ich jetzt erstmal, guck mal, will er schon wieder rein, der Sack. Ist ein bisschen gierig, der Kleine. In diesem Sinne würde ich jetzt erstmal Danke sagen an alle, die hier dabei waren. Vor allen Dingen danke an Dirk, der sie trotz allem Stress, den er da jetzt im Hintergrund hat, was nicht ganz ohne, was im Moment abläuft, sich die Zeit nimmt, eben so eine Webinare zu machen und alle, die das interessiert, auf dem Laufenden zu halten. Schön, schön, dass es so eine Menschen noch gibt, die sowas tun. Und ähnlich denken, so wie wir bei uns in der Community. Erstmal ein ganz dickes, fettes Danke und schön, dass es dich bei uns in der Community gibt. Dirk. Danke. Ja, danke schön. Von meiner Seite auch gerne zurück. Hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder und wie du schon gesagt hast, ich habe mich ein bisschen festgequatscht. Also das ist dann halt so, ja. Wenn ich mal dran bin, dann musst du mich halt bremsen. Aber ich versuche ja auch immer irgendwo eine Möglichkeit zu finden, zu erklären, was das Ding überhaupt kann. Ja. Und wir werden es sowieso niemals schaffen, das alles in Webinar abzuhandeln. Deswegen bin ich natürlich froh für jede Gelegenheit, da wieder was loszulassen. Alles Daher gut. Das möge es mir nach, aber ich glaube, es ist ja auch nicht so, wie soll ich sagen, unhilfreich, dass dieses Wort gibt. genau deswegen werden wir das ja auch regelmäßig machen, regelmäßigen Abständen. Seht es uns nach, wenn wir vielleicht mal eine Woche aussetzen oder so. Gerade jetzt im Sommer ist das eben alles nicht so ganz einfach. Aber wir haben beschlossen, diese Webinarreihe einfach die nächste Zeit wirklich konstant durchzuziehen. Minimum 2, 3 Mal im Monat so eine Webinare zu machen. Ihr helft uns dabei, wenn ihr eure Fragen vorher schickt oder die Themen schickt, die euch auch interessieren, damit wir die Webinare auch dementsprechend gestalten können, weil ihr dürft nicht vergessen, wir machen die Webinare für euch, nicht für uns. Das, was wir hier machen, können wir meistens schon und wir wollen es denen beibringen, die es eben noch nicht können. In diesem Sinne mal ganz kurz, Roman sagt danke, war echt toll, prima Webinar, sagt Heinz G. Ich hoffe, wir machen es euch recht, so wie wir das tun. Wenn irgendwas nicht nach eurer Mütze ist, könnt ihr es uns genauso per Mail schreiben oder so, dann versuchen wir es zu ändern. Wie gesagt, wir machen es für euch, nicht für uns. In diesem Sinne nochmal, danke nach Köln. Guckt euch den DAX bitte an, was der jetzt macht. Ich bin der Meinung, wir haben eine faire Chance, ganz tief zu fallen, aber unter www.ufbas.de könnt ihr die auch in Zukunft verfolgen. Ganz, ganz dickes, fettes Danke an dich, Dirk. Wir telefonieren morgen, oder? Ja, mit Sicherheit. Alles klar. Gerne und jederzeit wieder. Ich freue mich aufs nächste Mal. Jo, alles klar. Danke.
und schön, dass ihr da wart. Tschüss, tschüss, moin, moin. Thorsten und Dirk. Sorry, Dirk und Thorsten.